um aufzuschlafen. Habe ich denn sonst noch irgendwas, was ich an dem verkaufen könnte? Hauen wir alles raus, was man... Nee, komm. Die gefertigten Sachen vielleicht nicht. Die gefertigten Sachen machen vielleicht Sinn, wenn ich die beim, wie heißt er? Tavernentypen da verkaufe. Macht vielleicht da mehr Sinn. Oh, ich habe ein bisschen zu lange geschlafen, glaube ich. Das ist nicht gut. Ich sitze schon wieder. Wartet mal. Rutsch immer irgendwie runter. Ich habe mit demjenigen geredet. Wer bist denn du? Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Gut. Handel. Wir verkaufen hier jetzt mal alles, bis auf die... Obwohl, wir brauchen im Moment nichts. Ach, den Kram will er nicht kaufen. Okay. Dann kaufen wir. Es geht? Eigentlich nicht. Schon bei 9,26. Okay, das ist jetzt schon zu viel. Wird aber langsam. Das heißt, wir müssen definitiv mehr herstellen im Garten, damit wir mit dem besseren Handelswert haben. Und dann können wir die Bäume bzw. Sträucher da anpflanzen bei uns im Garten bestimmt. Und danach erst den Wein. Natürlich ein bisschen blöd, aber egal. Dafür können wir jetzt schon mal alles vorbereiten. Also die Felder schon mal fertig machen. Hier machen wir auch alles voll. Auch wenn ich weiß, dass man dann irgendwann keine Zeit mehr dafür hat, alles zu pflanzen. Aber... Why not? Okay. Natürlich hart, dass hier, dass man direkt 4 Stück von allem braucht. So, leeres Beet. Oh. Nein. Entfernen. Tschüss. Irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Nein. Tschüss. Warum ruckelt es denn so? So. Jetzt haben wir da aber. Vielleicht mache ich noch einen zweiten Komposthaufen hier hin. Es wird langsam. Eigentlich hätte ich gerne jedes Feld immer nur eine Sache. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe ja jetzt hier hauptsächlich, weiß gar nicht was, gepflanzt. Irgendwas. Und ich glaube, so werde ich das dann auch handhaben, dass ich dann hauptsächlich eine Sache immer in jeden Bereich pflanze. So gut es zumindest geht. Aber erstmal alles voll machen mit Dünger.
So, dann gucken wir mal. Karotten, genau. Da an der Seite hatte ich jetzt Karotten angepflanzt. Machen wir hier jetzt Kohl. Okay, mehr Kohle haben wir nicht. Reicht nicht mehr. Ich will eigentlich in jedem Feld immer eine Sache haben. Mal gerade die ganzen Samen hier rein. Den Dünger und das auch. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt hier, glaube ich, Karotten oder Rüben reingetan. Ich glaube, Karotten. Ansonsten hätten wir noch ein Feld für eins von den dreien. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da eingepflanzt habe. Hoppala. Machen wir einfach noch ein Feld fertig. So, jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Und dann machen wir noch einen Komposthaufen. Ups. Und kaputt. War klar. Tun wir zumindest schon mal den Dünger hier rein. Komposthaufen. Was brauche ich dafür? Stäbchen, mit denen man Leute pieksen kann. Okay, Stäbchen. Haben wir natürlich jetzt wahrscheinlich gar keine hier. Doch ein. Wow. Hier kann ich nichts von gebrauchen. Balken brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ich hatte die Kiste hergestellt. Genau. So, das kann weg. Das kann weg. Machen wir die Schaufel wieder ganz. Wir haben Hunger, wie immer. So. Wir haben Hunger. Dann nehmen wir mal das Fleisch. Und dann das mal weg. Und machen dann die Schaufel erstmal ganz. So. Dann brauchen wir jetzt Stöckchen für den Komposthaufen. Das ist die Frage aller Fragen. Verkauft er jetzt eigentlich jeden Tag wieder neu? Kriege ich hiervon auch Stöckchen? Nö. Verkauft er jeden Tag wieder neu? Hier gab es noch ein Holz. Ich möchte gerne leicht Buggy. Ich wollte eigentlich nicht den Pilz sammeln, sondern das da kaputt machen. Nee, immer noch nicht. Gut, dann pflanz halt die Sachen ab. Ich wollte auch nur den Hol das Holz. Ah, toll. Drei Stück. Die muss ich jetzt erstmal hier jetzt irgendwie wieder transportieren. So, ich habe zu viel Holz. Bringen wir mal das eine Holzding auch noch hier rüber. Aber ich habe jetzt bestimmt immer noch nicht genug Stäbchen. Nee. Gut, das Holz bleibt ja sowieso liegen. Dann lasse ich das jetzt auch einfach mal. Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach Stäbchen. Macht, glaube ich, mehr Sinn, nach diesen kleinen Dingern da zu suchen.
Im Holzzeug kriegt man echt nichts raus. Hier ist doch noch was. Was ist das? Einfach was mitten im Weg. Nee, hier kann ich auch nicht klein machen. Na. Kleiner Baum. War doch eben noch alles voll. Echt schon alle kaputt gemacht. Kann man das da ernten? Nee. Es muss da irgendeine einfache Variante geben, an diese Holzstäbchen dran zu kommen. Ohne dass ich die ganze Zeit Bäume fällen muss, oder? Habe ich denn jetzt 10? Das ist doch super. Mehr wollte ich doch gar nicht. Komm, ich mache mal hier die kleinen Bäumchen auch noch kaputt. Weil ich brauche für diese Weindinger auch Stäbchen. So, gehen wir mal wieder in den Garten. Ich habe schon wieder Hunger. Gut. Dann gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen. Die brauche ich ja jetzt. Das brauche ich jetzt nicht. Die kann weg. Der Pilz kommt rein. Die Made kommt nicht hier rein, sondern nachher in die andere Kiste. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder den... Wie heißt denn der... Wissenschaftler da. Dem kann ich ja nur nichts anfangen. Was wollte der nochmal? Genau, der wollte das Tagebuch und dafür brauche ich Glaubenspunkte. Okay. Wir machen weiter am Garten. Der Garten schön wird. Und dann gehen wir nachher nochmal gucken. Die Begräbnisurkunden verkaufen. Sollten wir vielleicht wieder Karotten ablegen? Kann ich anscheinend. Ne, kann ich noch nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt hier schon ernten. Bei dem Komposthaufen hin. Ne, ich kann noch nicht ernten. Fertigen. Komposthaufen. So. Dünger. Dünger. Halt. Rück. Und Dünger. In der Tasche habe ich jetzt keine Dinger. Das wächst und gedeiht alles vor sich hin. Gehen wir mal. Ernten wir mal das hier. Naja, vielleicht für irgendwas gebrauchen. Ernten wir auch. Dann gehen wir nochmal bei dem Wein gucken. Machen das mal noch fertig. Ah ne, wartet. Bessere Idee. Erstmal verkaufen wir Bestattungsurkunden. Dann tun wir wieder Karotten reinlegen, damit der Esel kütt. Wo sieht das da? Auf Holz rumliegt. Ich keine Bestattungsurkunden mehr. Natürlich jetzt bitter. Karotten habe ich auch keine. Ist bitter. Gut, dann gehen wir Essen verkaufen. Kaufen wir mal die Karottenschnitzel.
und machen mal wieder Essen. Mal hier noch Keramikurne. Braucht man das? So. Oh, ich kann grünen Wackelpudding herstellen. Machen wir mal auch direkt. Kann ich jetzt hier noch im Ofen herstellen? Gärtnerpilz. Lassen wir das mal herstellen. Und gucken mal, ob wir das Essen verkauft kriegen, weil Geld an sich haben wir nämlich keins. Wenn wir es nicht verkauft kriegen, müssen wir warten, bis die Karotten fertig sind. Ist kompliziert. Ich glaube, anders bekommt man diese Händlerpunkte nicht bei den jeweiligen Leuten. Man muss immer mit denen verhandeln und verkaufen. So. Handeln. Alles das, was die immer gerne haben wollen. Und dann kaufen. Er verkauft jetzt Wein. Mit dem haben wir schon guten. Ja, warum haben wir auf einmal mit dem einen guten Rang? Muss ich jetzt auch nicht verstehen. Könnte jetzt dreist sein und Wein einfach kaufen, aber das ist zu teuer. Gucken wir mal, was wir beim Bauern jetzt kriegen für das Geld, was wir haben. Oder verbessert sich der Rang bei jedem dann irgendwie im gewissen Maße? Weil bei dem habe ich ja jetzt nicht viel gekauft und nicht verkauft. Ah, Mehl kann ich kaufen. Machen wir das doch direkt. Mehl und dann kaufen wir die ganzen Rübensamen ab. Und vielleicht. Ne, zwei schon, einer zu viel. Einen davon. Wir haben es fast. Dauert nicht mehr lange. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann nur die Apfelbäume kaufen können, also die Setzlinge. Genau, Setzlinge. Und ob wir auch direkt für das Wein auch kaufen können. Wäre natürlich ideal. So. Müsste ich natürlich wissen, was habe ich wo gepflanzt? Hier sieht es aus nach Möhren. Kann ich was pflanzen? Möhren. Rüben. Ich auch was abpflanzen? Dünger. Und Rüben. Das heißt, hier kommen jetzt immer schön die Rüben hin. Nee, Möhren. Doch wieder falsch gepflanzt. Mensch. Karotten kommen. Karotten habe ich natürlich keine gekauft. Ach ja. Haben wir nochmal falsch gepflanzt, ist ja egal. So, Ernteabfall kommt hier rein. Wackelpudding wollte er nicht haben. Das heißt, hier kommen jetzt Röhren weg. Rüben. Mein Gott. Hier kommen jetzt nur noch Möhren hin. So, hier kommt Kohl hin. Haben wir Kohl? Möhren, Karotten, Rüben, Karotten, Kohl. Kohl haben wir 5. Das heißt, einen können wir pflanzen. Mehr haben wir davon nicht.
Heißt, da sind die Möhren, dann kommen hier die Rüben hin. Jetzt haben wir. Warte, doch, wir haben noch jetzt. Sind das? Ja, das sind Karotten. Das war's aber dann jetzt auch schon wieder, ne? Weizen hätten wir noch. Das heißt, wir könnten noch ein Feld voll mit Weizen machen. Machen wir das hier hin. Läuft da unten. Ach, ich muss schon wieder beten gehen. Sollte ich vielleicht gleich schlafen, ne? Okay. Geh mal ein bisschen schlafen, dass ich dann zumindest das Gebet halten kann. Ja, kein Zündstoff. So. Das lassen wir jetzt einfach mal gerade. Ich will jetzt mal erstmal das Gebet hinter mich bringen. Und dann kümmern wir uns weiter um den Garten. Wenigstens einen Punkt hier jetzt mal abgehakt haben. Das läuft dann und dann verkaufen wir nach und nach die Sachen. Dann kriegen wir vielleicht auch das, was wir brauchen. Hoffentlich. So. Predigt. Sollte ich mir vielleicht holen. Kann man hier oben nicht auch eine Kiste hinstellen? Wäre viel praktischer. Beat. Edikt. Das war erledigt. Immer zwei Glaubenspunkte brauche ich für den Schlüssel. Ich habe meine Tasche. Echt jetzt? Tasche ist voll. Ja. Das ist doof. Packen wir den hier mal hier rein. Könnten wir das mit dem Schlüssel jetzt schon mal machen? Dann hätten wir das schon mal weg. Schlüssel. Da. Ach so. Meine Tasche ist ja voll. Okay. Die Glaubenspunkte. Dann hier rein. Schlüssel. Hier rein. Ich brauche den goldenen. Den behalte ich dann auch mal. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz in den Garten. Und dann zum Schluss in den Keller. Weil ich denke mal, man kann das Tor bestimmt auch ohne die Schlange aufmachen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Aber jetzt machen wir erstmal den Garten fertig. Ich weiß nicht, ob wir hier alles voll machen sollen. Komposthaufen kann man bestimmt hier daneben dran noch einsetzen, ne? Mal ausprobieren. Wenn das geht, könnte ich eigentlich hier alles voll mit Zeug machen. Ein Feld noch mit Hanf.
Wofür auch immer man das jetzt wirklich braucht. Jetzt noch nicht rausgefunden. Okay. Kann schon ernten. Okay. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Auch. Und Ernteabfall. So, dann haben wir schon mal ein bisschen weniger. Haben wir irgendwas zum Pflanzen, Weizen. Mal den Dünger da rein. So viel Dünger, wie wir zumindest haben. Na, verteilen wir auch schon mal. Vielleicht reicht auch gerade so für das komplette Feld. Ah, nee. Der wird nicht reichen. Nee. Alle. Aber ich habe gesehen, wir haben hier wieder neu. Ich will mal anklicken. So. Dann haben wir das nämlich auch schon fertig. Das kann weg. Was habe ich denn hier noch? Hanf. Kann ich noch einen Komposthaufen hier hinstellen? Nee. Das heißt, ein Feld bräuchte ich eigentlich noch für den Komposthaufen. Hätte ich die besser hier hinstellen sollen. Aber gut, ich könnte ja hier auch Feld anbauen. Hanf lasse ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wofür man das wirklich braucht. Mindestens im Moment nicht. Was haben wir denn hier? Gebratene Pilze. So, das tun wir erstmal alles hier rein. Den Weizen selbst, glaube ich, kauft er mir ja nicht ab. Dann müsste ich ja Mehl herstellen, ne? Okay, das reicht jetzt nicht aus. Die können weg. Oh, das kann auch weg. Machen wir. Oh, wir haben keine Pilze mehr. Fischnuggets, machen wir gebratenen Fisch und gehen schlafen. Aber diesmal ausschlafen. Und wieder. Dann gucken wir mal, ob wir ohne die Schlange die Tür aufmachen können. Nee. Okay, dann muss ich wohl der Schlange den Schlüssel geben. Okay. Dann tun wir den Schlüssel hier rein. Okay, das läuft. Ah ne, Mehl wollte ich herstellen. Okay, das war's wieder an Mehl. Und dann, das kann weg. Das fertige Essen brauche ich ja jetzt nicht mehr zu verkaufen. Ich könnte aber mal gucken. Rüben kann ich an den verkaufen. Die Möhren brauche ich. Hanf will der nicht. Das fertige Mehl will der. Gucken wir mal. Brennholz brauche ich wieder, das mache ich auch gerade noch. Kann das hier weiterlaufen? Und dann gehen wir wieder zum Bauern. Brennholz. Eisenbahn. So, wir ernten aber auch direkt. Direkt mehr, was ich verkaufen kann.
Meine Tasche ist voll. Nicht jetzt? Ernteabfall. Kohlsamen. Da ich aber keinen Dünger habe, tue ich im Moment nichts pflanzen. Erst wieder, wenn ich genug Dünger habe. Was ist jetzt? Okay, dafür reicht der Dünger dann auch wieder nicht. Karotte, Karotte. Karotte, Karotte, Karotte. Nein, da hat er jetzt was Falsches reingetan. Okay, Karotten sind leer. Hier kommt jetzt Kohl rein, genau. Das ist schön, dass der sich das speichert. Okay. Bisschen kreuz und quer, aber egal. Ernteabfall, das kann weg. Samen habe ich jetzt keine mehr in der Hand.